Ahoi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was gibt's Neues, AIDA Cosma. Unser Thema heute, Activity. Und wo wir genau stehen und was man in genau diesem Bereich erwarten kann, das weiß niemand besser als Sven. Sven, wo stehen wir und was genau gibt es hier für Möglichkeiten? Ne? Wir stehen auf einem neuen Highlight von AIDA Cosma, unsere Hängebrücke. Sie verbindet das Ocean Deck mit dem Sportdeck. Neben dann direkt die Boulderwand, die ist zweigeteilt, also ein unteres Level für die Anfänger und ein fortgeschrittenes hier oben. Und im Hintergrund, die ersten Wasserrutschen sind auch schon da. Das heißt, hier ist wirklich Activity. Hier ist Action. Hier ist richtig Action. Nein! Hier findest du unseren Minigolfkurs. Den kennst du von AIDA Nova, aber auf dem gesamten Schiff, auf der gesamten Cosma, haben wir uns in allen Bereichen lauter Kleinigkeiten einfallen lassen, die wir verändert haben, verbessert haben, modifiziert. Das heißt, unsere Gäste werden bei den ersten Besuchen immer wieder auf dem ganzen Schiff Neuigkeiten, kleine Änderungen sehen. Das wird sehr spannend für unsere Gäste. Was können unsere Gäste denn hier unter dieser Plane entdecken? Ne? Das ist eins der Geheimnisse, die lüften wir später. Da bin ich gespannt, was sich darunter verbirgt. Das waren nur einige Highlights unseres vielfältigen Activity-Angebots. Darüber hinaus gibt es natürlich noch jede Menge mehr zu entdecken. Ich bin sicher, dass auch etwas Passendes für Sie dabei ist. Aber ich glaube, am Ende sind wir uns einig. Eine der schönsten Aktivitäten an Bord einer jeden Kreuzfahrt ist, einfach hier zu stehen mit einem guten Cocktail in der Hand und raus aufs Meer zu blicken. Und Ihre nächste Aktivität sollte wieder sein, einzuschalten, wenn es heißt, was gibt's Neues, AIDA Cosma.